das Versprechen, dass der neue Durchgangsbahnhof 37% mehr Fahrten haben wird, erweist sich als Lüge. Tatsächliche Kapazität verschleiert und auf das Doppelte hochgelogen wird, so der Stern. Noch schlimmer ist die Aussage, dass das Sicherheitskonzept voller Mängel steckt. Unfassbar, absolut unverantwortlich, verbrecherisch bezeichnet das der Brandschutzexperte Hans-Joachim Keim. Die Tunnel sind nach Aussagen von Brandschutzexperten Todesfall. Liebe Stuttgarterinnen und Stuttgarter, kein noch so knappes Volksabstimmungsergebnis rechtfertigt es, dass bei einem Großprojekt Leib und Leben von Menschen gefährdet wird. Wo bleibt hier eigentlich das Veto der Landesregierung? Wo bleibt die Stimme derjenigen Landespolitiker, die noch vor der Landtagswahl vehement gegen das Projekt votieren? Jetzt seid ihr gefordert! Aber das Projekt soll gebaut werden, koste es, was es wolle. Jetzt schon ist klar, dass der Kostendeckel gesprengt ist. Es kann sogar sein, dass unzulässig 114 Millionen Gemeinschaftszuschüsse der EU erstrichen wurden. Ich werde darauf hinweisen, dass unsere Fraktion im EU-Parlament dazu eine Anfrage stellt. Das darf nicht so stehen bleiben. Das Projekt auf den heutigen Sicherheitsstandard gebracht, wäre es doppelt und vierfach so teuer. Aber warum dringen die Verantwortlichen trotzdem mit aller Macht auf die Verwirklichung eines Projekts, das keinerlei verkehrspolitische oder infrastrukturelle Vorteile bringt, dafür aber die Kosten in die Höhe treibt und, wie jetzt bekannt wurde, sogar die Gefährdung von Leib und Leben von Menschen in Kauf nimmt? Arbeitgeberpräsident Hund gibt uns eine Antwort. Stuttgart 21 sei zu einem Symbol dafür geworden, ob sich die Industrie einem Teil der Öffentlichkeit beugen müsse. Bundeskanzlerin Merkel sagte, dass ein Nachgeben bei Stuttgart 21 fatal wäre, weil ein Ausstieg aus dem Projekt die Glaubwürdigkeit der deutschen Außenpolitik beispielsweise gegenüber Griechenland beschädigen würde. Sie stellen dabei also sogar den ganz großen Zusammenhang her. Und vielleicht müssen wir das auch tun. Sowohl Hund als auch Merkel huldigen einem von Finanzmärkten dominierten Wirtschaftsmodell, das Millionen Euro verbrannt hat und weiter verbrennt, das keinerlei sozialen, nicht einmal mehr einen wirtschaftlichen Fortschritt verspricht, aber gleichzeitig nicht steuerbare Risiken in Kauf nimmt und Millionen von Menschen in die Armut stürzt. Die Unterordnung unter das Diktat der Finanzmärkte, der Spekulationsinteressen einiger weniger, scheint für einen Großteil der herrschenden politischen Elite alternativlos zu sein. 4,6 Billionen Euro in Form von Bürgschaften, Krediten und direkten Rettungsgeldern mussten die Staaten der Europäischen Gemeinschaft laut EU-Kommissionspräsident Barroso aufbringen, um die Banken zu retten, die sich auf den internationalen Finanzmärkten verzockt hatten. Knapp 1 Billion Euro davon wurden tatsächlich in Anspruch genommen.
Dafür, liebe Stuttgarter und Stuttgarterinnen, hätten viele Kindertagesstätten, Schulen und andere sinnvolle Maßnahmen finanziert werden können als dieser Schwachsinn. Doch anstatt die Banken an die Kette zu legen, dürfen sie gerade so weitermachen wie gehabt und gegen die sogenannten Schuldnerländer spekulieren. Keine Schattenbank wurde ins Licht gebracht, keine Steueroase geschlossen und kein hochriskantes Hedgefondsgeschäft verboten. Ich konnte in Griechenland vor kurzem die Folgen dieser Form von Krisenlösung besichtigen. Ich war in einem Kinderkrankenhaus, dort beklagten Ärzte, dass die Zahl der Depressionen und Selbstmorde von Kindern und Jugendlichen dramatisch ansteigt. Eine Krankenschwester verdient nach den zahlreichen Lohnkürzungen gerade noch 750 Euro brutto und das wohlgemerkt bei einem Preisniveau wie hier in Deutschland. Der Jugendlichen sind arbeitslos, jeder zweite. Mütter geben ihre Kinder in SOS-Dörfern ab, weil sie Angst haben, dass sie sie nicht mehr ernähren können. Während die griechische Oberklasse ohne jegliche Behinderung durch die Troika Hunderte von Milliarden Euro ins Ausland, in die Schweiz und andere Steueroasen transferieren können. Überwiegende Teil der sogenannten Oppositionsparteien bezeichnen das als erfolgreiche Krisenpolitik. Ich bin der Meinung, auf diesen Erfolg können wir gerne verzichten. Und deswegen Stuttgart 21 ebenfalls ein Spekulationsobjekt mit unkalkulierbaren Risiken. Ist nicht die Baden-Württembergische Landesbank selbst ein gutes Beispiel für die beschriebene Politik eines Modells, das die Gewinne privatisiert und die Verluste sozialisiert, zum Schaden der Mehrheit der Bürger im Land und in dieser Stadt Stuttgart? Dass die LBBW eine Bank im Eigentum der öffentlichen Hand ist, hat sie nicht davon abgehalten. Gedrängt von wirtschaftshörigen Politikern und ehrgeizigen Managern auf den internationalen Finanzmärkten zu zocken. Dort wirken Versprechungen auf horrende Profite und goldene Bilanzen. Eine öffentliche Bank beteiligte sich an windigen Immobiliendeals in Rumänien, an der Spekulation mit Nahrungsmitteln, am Aufkauf von Schrottpapieren oder am Schneeballsystem der Derivategeschäfte, also ein Wetten in die Zukunft und das noch außerhalb der Bilanz. Und sie war am Ausverkauf von öffentlichem Eigentum durch die inzwischen eingestellten Cross-Border-Leasing-Geschäften beteiligt und natürlich auch wesentlich an der Finanzierung von Stuttgart 21. Das Ganze ist im Großen und Ganzen schiefgegangen. Milliarden von Verlusten auf den Finanzmärkten brachten die größte deutsche Landesbank erheblich in die Schieflage. Das Land, die Stadt Stuttgart und die Sparkassen mussten 5 Milliarden Euro aufbringen. Außerdem erteilte das Land eine Ausfallwirtschaft von 12 Milliarden Euro. Fast eine Milliarde musste die Stadt Stuttgart aufbringen. Es ist leider fast sicher, dass die Stuttgarter davon keinen Euro wieder sehen werden. Dieses Geld würde anderweitig dringend gebraucht, liebe Stuttgarter und Stuttgarterinnen. Statt nun die Konsequenz zu ziehen, die Bank stärker öffentlicher Kontrolle zu unterwerfen, wird das Gegenteil gemacht und sie wird eine Aktiengesellschaft. Umgewandelt wird sie in eine AG. Zwischenzeitlich dürfen dann noch 21.000 Wohnungen an eine Heuschrecke verkauft werden, obwohl es eine andere Lösung gibt.
leider die Landesregierung noch unterstützt. Mieterinteressen wurden kurzfristigen Profitinteressen untergeordnet. Nicht ganz zufällig werden aus einem Teil der Wohnungen lukrative Spekulationsobjekte, wenn Stuttgart 21 gebaut wird. Dieses Geschäft muss dringend rückgängig gemacht werden. Liebe Freunde und Freundinnen, es wird überdeutlich, dass die Mechanismen bei hochriskanten Spekulationen und Stuttgart 21 ähnlich sind. Auf den Finanzmärkten wird mit unübersehbaren Risiken zugunsten der Profitinteressen einiger weniger spekuliert. Der wirtschaftliche Nutzen ist gleich null. Die sozialen Folgen sind dramatisch. Die Kosten muss die Mehrheit der Bevölkerung bezahlen, auch wenn sie diese nicht verursacht hat. Sozialer oder ökologischer Nutzen spielt keine Rolle. Die Mehrheit der politischen Parteien betrachtet diese Unterordnung unter das Diktat der Finanzmärkte als alternativlos. Stuttgart 21 folgt der gleichen Logik. Das Projekt bringt keinen gesellschaftlichen Nutzen, ist verkehrspolitisch sogar kontraproduktiv. Die Risiken sind unübersehbar oder werden einfach weggelogen. Der vereinbarte Kostenrahmen ist schon überschritten. Die Verantwortlichen gehen jedoch keinerlei Risiko ein. Die Kosten werden auf die Allgemeinheit abgewälzt. Die Mehrheit der politischen Parteien sieht keine Alternative zu diesem Wahnsinn. Hier wie dort, Gott sei Dank, formiert sich Widerstand, der nicht einfach weggewischt werden kann. Weder durch Leugnen der Tatsachen und der wirklichen Interessen, noch durch Polizeigewalt. Die Menschen, die auf die Straßen gehen, gegen Stuttgart 21, aber auch gegen das Diktat der Finanzmärkte, fragen nach dem gesellschaftlichen Nutzen und sie fragen es völlig zu Recht. Die Chance der Bewegung gegen Stuttgart 21 liegt darin, beharrlich und konsequent deutlich zu machen, dass es für die Lebensqualität der Menschen erheblich besser ist, Kindertagesstätten zu bauen, auf den Abbau von 11.600 Lehrerstellen zu verzichten, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen und billiger zu machen, Armut und Kinderarmut zu bekämpfen. Kurzum, die Lebensmöglichkeiten der Mehrheit der Bevölkerung zu verbessern, als Milliarden Euro sinnlos in der Erde zu vergraben. Und ich füge hinzu, es ist auch besser, als Billionen Euro sinnlos auf den Finanzmärkten zu verbrennen, damit einige wenige immer reicher werden. Deshalb haben wir allen Grund, in Stuttgart weiter zu protestieren, aber auch bei Blockupy weiter zu protestieren gegen dieses Unsinnsprojekt, gegen den Unsinn der Finanzmärkte. Und wir haben die Chance, immer wieder beide Bewegungen zusammenzubringen und kräftiger zu werden. Und wir werden keine Ruhe geben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Thank you.
love.